Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier zum Arsch. Wir werden jetzt zur Papierfabrik fahren und da holen wir uns mal 10 Paletten Verpackung ab, in Pappe. Dann fahren wir das alles zum Schlachthof, liefern das da ab und nehmen uns gleich ein paar Kisten schönes Fleisch mit. Und ja, Wasser wollen wir auch noch machen, ne? Ja, das rennt aber nicht weg, ne? Das ist ja so. Rennt nicht weg. Leer. Wenn wir gleich mal. Dann fährt festgefahren. Wenn wir gleich mal voll machen lassen. Schieben, ne? Hier haben wir gleich die 10 Paletten rausholen. Packung. Gleich mal, da ist der andere LKW, wir haben ihn besucht. Wollen wir gleich mal voll machen, ne? Es kann natürlich sein, dass ich den Mod nicht aktiviert habe. Das kann auch sein. Dann muss man ja beim Spielstart aktivieren. Das kann natürlich sein. Dann können wir lange suchen. So. Das dauert eine Weile. Und. Ja, was ist alle? Ansonsten haben wir auch 3000 Papier und Pappe. So. Wir brauchen aber Karton. Karton. So, dann nehmen wir 10 Stück. Dann nehmen wir wieder und erzeugen, ne? Ja, erzeugen ist gut. Erschaffen. Gottmodus, wie erschaffe. Ne, nicht erzeugt. Kann man natürlich auch so sehen, ne? Also okay. Fällt mir gerade wieder ein, der Sketch-History hier, der zweideutige. So, da fährt unsere 1010. Jetzt fahren wir zum Schlachthof. Hoffen, dass die fleißig schon fertig haben, ne? Hoffen wir mal. 1,28, wir sind schon längst tiefer. So, jetzt mal kurz überlegen. Links fahren wir mal, ja. Ja, dann über Bahnhof Richtung Schlachthof. Und gleich die. Im Grunde haben wir verkehrt aufgeladen, ne? Aber gut, die Wettler ist noch nicht meine. Ist hier nämlich umgekehrt. Also die ersten sind da vorne. Also hier. Da muss ich aber ein bisschen so fahren. So. Ein bisschen warten, bis es wieder entsprechend weggeräumt ist. Umgekehrt wäre besser gewesen, hätte ich mir mal alles abkippen können oder abladen, wenn man gut wäre. Die stelle ich da vorne hin, ne? Passt nochmal rein, so. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier an fertig haben. Oh, Schweinefleisch und
haben 39.000 Schwein und Schienen, 23.400 Wurst. Wir brauchen Schwein. Kriegen wir Maximum erzeugt? Wir kriegen 7. Aber das passt doch. Ist doch vollkommen okay. So, dann brauchen wir Wurst. So, Leder lassen wir jetzt da. Also Rind haben wir nicht, Huhn auch nicht und Lamm auch nicht. Beeilen, das ist alles schon tiefgekühlt, ne? Und wir haben kein Tiefkühllaster. Aber wir fahren dann gleich irgendwo hin. Mal sehen, wo wir am besten hinfahren. So. Mal gucken, gibt da glaube ich auch einen Kühllaster. Gibt's auch. Aber da wir aktuell Außentemperatur von 0 Grad haben, da wird man uns verzeihen, dass wir das mal jetzt so transportieren. So, schauen wir ganz kurz hin. Wer gut zahlt, ne? Ja, meistens haben wir Fleisch. Und Wurst, Aldi. Na gut, dann machen wir heute mal Fleisch, weil alles bei Wurst. Weil mehr Fleisch habe als Wurst, also Aldi ist immer 3000. Ja, das wäre Edeka und Fleisch wäre 2,2. 2,9 wäre das wenigste. Ja. 2,3 war Lidl und 2,9. Naja gut, machen wir Lidl. Wird sich so viel nicht ausmachen, denke ich mal. Aber läuft. Kurz mal blinken riskieren, wo ist das Ding überhaupt? Da. Im richtigen Weg, hab ich irgendwo geahnt. Na, geht nicht über. Ist aber egal. Das müsste aber jetzt einen schönen saftigen Schein geben, ne? Aber gut. Tja, das ist eine Tagesproduktion, kann man sagen, fast, ne? Über Nacht. Fast Tagesproduktion, fast. Aber das passt sogar in der Straße. Aber da fahren wir auf den Gehweg raus, da bin ich im Trigger drin, ne? Das dann verkauft er nicht alles. So. Klingt gut. Also wir haben Bestpreise Zeit, ne? Schön. Können wir dann leicht mit dem Schulden zurückzahlen. Jetzt fahren wir zum Hof. Ja, Fußball fällt jetzt aus. Weg ist nicht. Ha, yay. Yeah. Werden die alle krank. Fußball dazu. Das Allerschlimmste ist, jetzt tun sich die Menschen informieren. Oh, jetzt haben sie Zeit. Jetzt können sie sich informieren. Also YouTube gibt vieles zu sehen. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, aber vieles trifft davon noch zu. Also 142.000 für, ja, für 11 Paletten kann man sagen. Das ist gut. So, und Fleisch hat das, die Arbeit noch eine Weile. Rinder haben wir zwar keine, wird noch mehr bringen. Rinder wird mehr bringen. Ich würde dazu sagen, Rind brauche ich auch länger, um entsprechend verkauft zu werden zu können, ne? Also aber Schweine hätten wir auch ein bisschen Zeit gehabt normalerweise, aber wenn wir gleich mal einen Gülle holen, ne?
beziehungsweise Gärreste. Solange wir die Minusgrade haben. So, wo war das Ding? Da hinten, ne? Bei dem Schwein. Denn düngen wollte ich eigentlich. Dann holen wir die Gärreste von dem BGH. Ist garantiert voll. Das Komische, dass der keine Gülle nimmt. Die war doll ich nicht. Wasser. Da ist Wasser rein. Haben wir Regen gehabt? Das hier ist fies. Ausladen. Eigentlich irgendwo abkippen kann, ne? Eigentlich. Dann können wir den BGH wieder aktivieren, aber nicht vergessen. Da jetzt läuft, das ist glaube ich nur Show. Gärreste. Gut. Das 0-0 ist täuscht. Wieder vergessen. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, 4 Folgen könnte noch laufen, ne? Die jetzige Folge. Bringt zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen macht der auch was aus, ne? 100.000 in Nacht verdienen ist auch nicht schlecht. So. Könnte man ein bisschen Mist zur BGH fahren, ne? Das geht ja auch. So. Das können wir auch mal. Wäre mal eine Möglichkeit, ne? Wir haben so viel Mist zur Zeit da. Können wir nicht so Dünger verarbeiten. Könnten wir den Dünger verkaufen. Ist durchgefahren, das Gelände. Deckel zu. Also hier brauchen wir eine Straße, sonst auch nichts. Fahren wir immer rüber, ne? Das schon Feldweg ist normalerweise. So. Der Laterne will nicht durch. Kühe sind zu hören. Aber der Traktor dafür so klein. Für den. So. Dann werden wir ganz kurz aussteigen. Aber nicht ausmachen. So. Machen wir uns ein. Den anderen LKW, genau. Dann nehmen wir das Wasser mal zur Fabrik, ne? Gibt ja jetzt so ein Schlauchsystem, ob das passen würde? Aber ich glaube nicht, dass das nicht vorgesehen ist. Kraftwerk, was wir noch haben. Habe ich überhaupt noch was da? Pellets oder so. Paletten sind hier fast alle. Wir haben was da. Dann nur mal ganz kurz was verkaufen, ne? Müsste was sein normalerweise. Aber ein Auto nicht. Einzig Blöde ist hierbei, der muss ja vorher. Gibt es echt die Nachfrage nach Pellets oder noch anderes Zeug? Das kann auch sein.
Mist. Wie gesagt, Mist bringt auch bei den BGH nichts ein. Ne? Also 215 und Gülle 215 ist ja ganz vorsichtig nichts, als sich lohnt. Ne? So. Pellets. So, Heizkraftwerk. Macht der zwar nicht weiter leer, aber gut. Bevor das wieder mal der Preis näher fällt, ne? Ja, dann können wir da auch Stroh reinfahren, ne? Also. Naja, über Kurspläne wieder, ne? Vom Feld direkt weg. Und da rein. Im Lager ist noch was drin. Bisschen. Auf geht's zum Heizkraftwerk. Aber vorher holen wir ein paar Paletten ab. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt sag mal Tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Jetzt geht die Zeit schnell wie im Fluge vorbei. Dann sag ich mal Tschüss und ciao, ciao. Und schönen Dank und reinschauen. Tschüss.